So. Ich werde mich jetzt auch in den Nebel verwandeln und einfach nur rausgehen hier. Was natürlich vom Vorteil ist mit Masamune, war das jetzt, glaube ich, gewesen. Man ist, glaube ich, die ganze Zeit über in Dark Metamorphosis-Zustand. Und je mehr man Blut auf sich klecksen lässt, umso stärker wird die Waffe. Aua. So, ein Hartmax ab. Ich glaube, ein Level hat auch schon gehabt. Oder? Ich hatte sogar zwei gehabt schon. Ja. Ansonsten können wir jetzt eigentlich gleich auch uns aufmachen. Einer der letzten Bosse killen, die wir auch killen müssen. Hier sind Peanuts drin. Da ist Charlie Brown drin. Ja, da habe ich jetzt auch dran. So. Ich habe nämlich ehrlich gesagt wenig Lust hier drauf noch. Also jetzt nicht auf das Spiel, sondern halt auf diese Ebene. Können wir mal eben kurz ausprobieren. Okay. Der Schadensunterschied ist schon enorm. Gar nicht.
Ich weiß gerade gar nicht mehr, wo es das letzte Reliktteil gab. Es gab nämlich noch ein... Relikt. Ich glaube, das befand sich da ganz unten. Oder eher gesagt, da ganz oben. Hinterm schwersten Boss im stärksten Boss im gesamten Spiel. War klar gewesen. Und hier haben wir sie, Skogler und Galbon. Aua. Also. Zumindest Skybombs haben wir hier. Gleich einen Speicherpunkt, das ist eigentlich ganz gut, weil wir haben jetzt gleich einen der wohl härteren Gründe. Härteren Bosse, in Anführungszeichen. Wenn man bedenkt, Skogler und Galbon sind hier jetzt normale Gegner. Oh, hallo Tod. ここまで来てしまいましたか。もう一度だけ申す。父君のため手を引かれよ。最初からその気はない。いやもう得ませんな。我が主のためその魂叩く。 Ja, tot. Macht zwar gut Damage. Aber so von... Alter. Echt, Alter. Übrigens, der Kämpfer hier nicht optional gewesen. Eyeball ist einer der Relikte, die wir nämlich brauchen. Um genau zu sein, es war das letzte gewesen. Aber Alter, 181 Schaden. Um genau zu sein. Habe ich eigentlich jetzt überhaupt was am Verteidigen? Verteidigung oder eigentlich nicht? Das wäre jetzt mal interessant. Weil ich bin ja jetzt Level 40. Ne, 41, Entschuldigung. Aber die Sache ist halt, und das ist einer der Gründe, warum ich
jetzt schon am Überlegen bin, mir den Alucard-Status nämlich abzulegen. Liegt nämlich wegen dieser Waffe. Und zwar eins, nicht nur eines, sondern das Lieblingsschwert von mir. Das Alucard-Sword. Auch mitunter eines der stärksten Schwerter im gesamten Spiel. Da kommen nicht viele Waffen dran. Auch das Kissel Grimm. Von der blanken Angriffskraft kommt das nämlich nicht dagegen an. Also wenn man sich das jetzt mal anguckt, hier, keins der Schwerter, oder der Waffen, eher gesagt, geht an die 90 ran. Hier, selbst das S-Tock ist sogar schwächer. Gut, dass natürlich solche Sachen wie jetzt die Neutronenbombe, das Pentagramm und alles, dass das natürlich stärker ist. Das ist schon klar, aber das sind nur Sachen, die man einmalig benutzt. Und dementsprechend ist natürlich auch die Angriffskraft. Wenn ich mir jetzt natürlich verteidigungsmäßig umstelle. Ich habe zwar nur 9 Verteidigungen. Aber es ist schon ein gewaltiger Unterschied, glaubt es mir. Im Moment bleibe ich allerdings, glaube ich, auf den Alucard. Oder brauche ich den eigentlich noch irgendwie großartig? Das Einzige ist ja eigentlich nur, warum ich das auch gemacht habe, ist erstens, weil es eigentlich doch schon mit den mehr kritischen Treffern eigentlich recht gut ist. Das andere ist halt die Null-Verteidigung. Ich werde es so umrüsten. Da wird noch genug Schaden reinkommen. Ja, von der Verteidigung, ja gut, okay, die Walk Armor ist zwar besser von der Verteidigung her, aber ich mag die Walk Armor nicht. Weil sie halt die Intelligenz auch untersetzt. Zudem verteidigt sie auch nicht gegen elementare Angriffe. Das so nebenbei dazu gesagt. Sake und Power of Sire. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Kommt man hier jetzt? Ja, hier ist der untere Teil. Also ganz unten. Hier ist eigentlich... Ja...